Jo, dann weiter im Text. Kein Strom, alles bekannt. Und wir sind auf 18 MW runter. Langsam sehen die 3,2 von den Solarpanels echt gut aus. Aber es wird getötet, oder? 124 Türme schießen, ja. Dann töte mal weiter. Ich glaube, ich verbrenne echt die Knochen. Ja, das werde ich jetzt machen. Ich nehme jetzt dieses Stückchen hier. Stromversorgung brauchen wir eigentlich gar nicht, aber der Vollständigkeit halber mache ich das, musste hin. Mein Plan ist jetzt folgender. Ich verbrenne jetzt Knochen, weil wir in die Barbarei versinken. Was? Steine. Ja, gib mir Steine, das passt. Zur Steinzeit. Ich baue jetzt diese stinknormalen Furnace, die keinen Strom brauchen. Dann werde ich ganz viele Knochen mitnehmen. Mach die ganzen Mauern mal hier weg. So, weg, weg, weg. Roboter freilassen. So, weg, 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 weg. Gib mir Knochen, Knochen. Steine. Steine, Steine. Stahl. Der war gut. Der war echt gut. Ist ja nicht so, als wenn wir alle Stahl brauchen würden. Genau, da ist Stahl. Ein Stahl. Okay, ich teste jetzt einfach mal. Ich drehe jetzt dich weg, dich weg. Jetzt bist du. Ja, dich drehe ich auch weg. Kriegt jetzt alle kein Zeug mehr. Schon gar nicht in die Drahtproduktion. Alle Ärmchen einfach weg, egal ob rein oder raus, ist mir egal. Aufhören, 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 aufhören. Kein Spielzeug mehr, die arbeiten eh nicht. Also, sie kommen wenigstens ran, okay. Bis ich da bin, ist er tot, ist egal. Stahl. Flacker, 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 flacker. Du musst jetzt arbeiten. Ich brauch dich. Ich brauch dich, Stahl. Habt ihr den bald mal tot? Ja, anscheinend nicht. Was? Ja, doch, jetzt. Okay. So, arbeite. Verdammt nochmal. Ja, damit. Was? Soll ich das jetzt so? Soll ich die stinknormalen nehmen? Ne, die sind gleich doppelt so schnell, die hier. Wo war das Problem beim Stahlgießen? Ich hatte kein Eisen mehr. Und ich hatte keine Lava mehr. Ja, okay. Ne, ich baue jetzt nicht die Lava-Geschichte auf. Das. Ne. Wobei, ich müsste eigentlich nur 1400 Lava da oben hinbekommen, ne? Ja. 1400 Lava haben wir da. Das hier also nach rechts. Das hatten wir doch schon mal versucht, oder? Achso, 1600er. Ja. Habe ich nur nicht angeschlossen? Ja. Ich hoffe mal, das ist das richtige Rohr, was ich da jetzt gerade verwurschtel. Du. 1600er. Also, es scheint so zu sein, als wäre eine Gerug in der Vergangenheit. Wo führst du überhaupt hin? Darum, darum. Als wenn der Gerug in der Vergangenheit das alles schon vorbereitet hätte. Ja. Danke. Das heißt, wir haben jetzt wieder 1600 Lava. Wir haben jetzt also gleich wieder flüssiges Eisen. Also haben wir auch gleich wieder Stahl. Und zwar hier hinten. Nicht sehr schnell und alles, aber wir werden es haben. Ja, wir haben das Stahlzahnräder, die nie irgendwo in der Kiste gelandet sind. Das ist auch nicht schlecht. Aber doch da. 100 Stück. Ich würde ganz sehr gerne sehen, dass da jetzt Stahl ankommt. Tut es gut. Stromverbrauch ist wieder da. Zeig mir.
12 verdammte Megawatt. Das geht immer weiter runter. Wir werden jetzt auch keine Fuelblöcke mehr herstellen, weil wir keinen Strom haben für die Fuelblöcke. Jo. Es wird alles irgendwann nur noch über Solarzellen laufen und die gehen nachts aus. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Du wolltest bauen, die da. Dafür wolltest du Stahl haben. Haben wir irgendwo eine Kiste Stahl? Ich sehe kein... Hier. Gib mir das Stahl. Noch irgendwo? Da. Achso, es ist der eine, ja. So, ich hätte gerne die zwei da. Und dann werde ich jetzt hier das hinbauen. Und ich werde dann von Hand Knochen und Asche hin und her tragen. Also Knoche hin, Asche zu den Boilern, damit die Boiler durchgehend laufen. Und dann gucke ich weiter. Also stell dich mal, ja, hier hin. Da hin. Du bekommst einen Brennstoffblock und 200 Knochen. Du bekommst so und ebenfalls 200 Knochen. Gut, damit befeuerst du dich bitte erstmal selbst. Müssen wir sicherstellen, dass die alle schön funktionieren. Hm. Hatte ich nicht einen dritten gebaut? Wo bist du? Bau einen dritten. Gut. So, du dahin, du dahin. Das geht ziemlich flott. Okay, ich glaube, ich kann damit schon loslaufen. Den ersten 60. So, dann kann ich hier vorbei ausmisten und Knochen holen. So, Auto kann weg. Rohr kann weg. Weg, weg. Weg. Wissen was davon kann weg. Weg, weg, weg. Oh, nee, 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 die kommen mit. Und jetzt Knochen, 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 Knochen. Okay. So, wo ist hier das Problem? Ihr hättet gerne ab sofort 10 Knochendinger. Und ich nehme jetzt nur 10, damit die alle möglichst schnell was bekommen und nicht erst einer auf 100 aufgefüllt wird und dann, ne, der nächste auf 100 aufgefüllt und dann läuft das alles gar nicht mehr. Also macht das bitte durchgehend so. Und hier. So. Können wir auf die andere Seite rauf? Ne, muss ich auch so rum. Go, 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 bevor die irgendwo durchbrechen und die ganze Welt untergeht. So. Was übrigens echt jetzt passieren könnte, weil wir haben kaum noch Saft für die Türme. Und die Roboter werden auch kaum Saft haben, um die Mauer neu zu setzen. Also, Mist. Mist, 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 Mist. So, du bekommst jetzt Provider Chest. Provider Chest. Burner Inserter Ärmchen. Wobei, mach mal große Kiste. Pro Ding. So, dann hättest du gerne Burner Inserter Ärmchen da und da. Du brauchst einmal einen Kickstarter. Und danach solltest du eigentlich das Zeug da selber rausnehmen. Hoffe ich mal. So, du kriegst neue Knochen. Du kriegst neue Knochen. Ich brauche noch eine. Kein Stahl. Eine aktive Provider Chest ist auch okay. Gib mir. Okay. Was wollte ich? Ich wollte. Ärmchen. Ärmchen, 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 Ärmchen. Bau, Burner, Mist, Dinger da. So. Du. Ein. Du. Ein. So, es fliegen allerdings keine Roboter. Weil wir in der Steinzeit leben. Oder alle Roboter inzwischen runtergefallen und zerstört wurden oder gefressen oder was auch immer. Also lauf jetzt dahin und füll die Dinger auf mit jeweils einem halben. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie automatisieren kann. Aber wenn ich das mit Steuerung mache, dann nimmt er gleich das komplette und schmeißt das da rein. So, so, so. Ich hoffe, das hält genug. Gar nicht auf die Energiewerte davon geachtet. Aber wenigstens ein bisschen kommt jetzt schon mal. Unter 10. Ja, lauf, 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 Forest. Es ist an dir, das Ganze am Laufen zu halten. Alter Kohle-Scheffler. So, das kann ich jetzt mit Steuerung machen. So, Steuerung, Steuerung. Wie viel Grad haben wir eigentlich bei den Boilern? 5?
Ach, 37, das ist Körpertemperatur, sehr schön. Da. Ja, mecker doch. So, dann kümmere ich mich mal hier drum. Damit die auch schon mal so ein bisschen was wenigstens machen. Und vielleicht auch auf 37 Grad kommen. Wenn die Dinger da überhaupt schon arbeiten. Ja, tun sie. Nicht besonders toll, aber sie tun's. Lauf, 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 lauf. Oh, das klappt super. Okay. Nächster davon. Ich habe jetzt allerdings keine Kisten mehr. Nee. Hier nimmt die da. Nein, nicht Blueprint. So. Du bekommst bitte das da. Du bekommst bitte ein. Du bekommst bitte ein. Du bekommst Knochen. Gut, Steuerung, 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 Steuerung. Sachen werden zerstört. Okay, ich glaube, ich muss jetzt runter. Was nicht gut ist, weil ich dann in der Zeit halt keine Energie produzieren kann, aber... Lauf! Da! Komme ich da jetzt am besten hin? Von außen rum eindringen und dann in meine eigene Verteidigungsanlage reinschießen. Das ist ein super Plan, Geogang. Ja. Schieß mal nach unten. Oh. Genau, komm raus da. Okay. Die Mauern habe ich sinnigerweise alle rausgeschmissen. Also ersetzen wir das jetzt durch Mist. So, rechts kommt auch noch was. Da muss ich auch kurz nachgucken. Da, der ist drin. Türme schießen. Alles ist kaputt. So, lass mich dahin. Kaputt, okay. Ebenfalls fliegen mit Time Schrott. So. Ja, vorher reingehen. So. Überall liegen Königsleichen rum. Ist okay. Der Kohleaußenposten wird, glaube ich, gerade zerlegt. Ist schade um die kompletten Lasertürme da und so weiter. Aber ich muss jetzt da Knochenzeug reinschmeißen. Was? Achso, okay. Nicht ablenken lassen. Da, Knochenzeug. Hälfte. Hälfte. Ich glaube, ich kann auch bald ganze reinschmeißen. Aber ich denke, er füllt dann alle drei auf, was ein totaler Overkill ist. So. Und dann werde ich nie fertig, wenn ich halt alle drei befülle. So, ihr fangt an zu arbeiten, macht aber nicht besonders viel. Überall sind Warnungen, aber inzwischen schießen wieder ordentlich Türme, das ist gut. Warum arbeitet ihr nicht? Ihr habt keinen Knochen, hm? Knochen. 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 Gib mir. Oh ja, sehr gut. Ich probiere so mit Steuerung zu arbeiten. Lauf, 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 lauf. Okay, befüllt doch nur den ersten Slot. Ja, immer noch eine Menge. Aber ich hoffe mal, die Öfen kommen dann langsam hinterher. Und wir haben genug Knochen. Ah, wir haben jetzt ja 100 Folgen oder was Knochen gesammelt. Das sollte okay sein. Ich muss sie nur noch hinbringen. Die ersten Roboter fliegen wieder. Gib mir Knochen. Knochen, 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 Knochen. Bisschen Holz. Und eine Schrotflinte und ein Cowboyhut. Da. So. Genau, eigentlich müssten die Roboter das ja alles machen. Das fangen sie jetzt auch nach und nach an. Das ist sehr gut. Das heißt, ich muss nur dafür sorgen, dass die jetzt alle... Was ist jetzt hier? Dass die hier alle voll sind. Hast du die jetzt gerade rausgenommen? Nein, da. Da. So. Dass die jetzt durchgehend arbeiten. Und da sollten sie, solange sie Knochen bekommen. Das heißt, ich kann jetzt mal
blaue Kisten nicht herstellen, weil ich sie nicht habe. Ich habe auch nicht wirklich genug Stahl. Bau Holzkisten. Bau drei verdammte Holzkisten. So. Dann gehe ich jetzt wieder ein Risiko ein und mache das mit Strom. Obwohl wir fast keinen Strom haben, aber hier kommen jetzt mal Knochen rein. Nicht viele. Aber so, dass ich ein paar Minuten rumlaufen kann und das... Ja, das wird nichts. Okay. Ich sehe es ein. Bau mehr davon.